Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mir eingeschaltet habt. Keller, neues Foot Birthday Random Battleship Wega-Rühnchen. Ja, Ladies, ich befinde mich gerade in L.A., Los Angeles, Road to WrestleMania. An dieser Stelle könnt ihr sehr, sehr gerne den Zweitkanal abchecken, denn dort werden, sobald ich wieder da bin, Daily Vlogs kommen von der Zeit, wo ich da war. Sprich mit WrestleMania. Ich werde SmackDown besuchen, ich werde NXT besuchen, ich bin bei Raw After Mania, beide WrestleMania-Tage. Ich werde die Trading Card Stores dort besuchen, also kommt heißer Scheiß. Wen das interessiert, sehr, sehr gerne den Zweitkanal abonnieren. Ist unten verlinkt. Und sehr, sehr gerne meinen heutigen Kontrahenten hier auch folgen. Herzlich willkommen, Tone, was geht? Freunde, freut mich hier zu sein. Erstmal wünsche ich dir gerade in L.A. eine schöne Zeit. Richtig die Maus? Ja, richtig das die Maus. Und ansonsten, ich freue mich aufs Video. Wir machen random Foot Birthday Spiele, also drei Stück in dem Team. Drei Stück, ja. Und dazu machen wir noch ein bisschen Battleship Wager-Ründchen. Ja. Wie das immer ausgehen kann. Ganz wir dürfen es bauen, wie wir wollen. Ja, ihr wisst ja, Battleship ist immer so ein bisschen entspannter. Mit Vorproduzieren ist immer so ein bisschen schwierig aufgrund der Events, die kommen, aber es sollte noch Foot Birthday laufen, wenn dieses Video hier kommt. Ja, würde mich hier selber eine positive Bewertung freuen, aber auf dem Kanal wäre absolute Träumchen. Checkt Tone ab. Link ist unten drin in der Beschreibung zu dem Video dort, was wir da aufgenommen haben. Und ansonsten Kommentare reinballern, keine Ahnung. Guckt ihr WrestleMania, ja oder nein? Das ist mal eine Question. That's good. Ja gut, komm, dann gib mir die ersten beiden oder die ersten drei. Die ersten drei Spieler für Steini. Also, ich fange... Hoppala. Ich habe hier einen Stift und ich fange an und schreibe auf 1 linker Flügel. Was ist denn für eine Formation überhaupt? 4-3? Doppelsturm. Ah. Doppelsturm-Serum. Ah, 4-3-1-2, okay. Also 1 kommt linker Stürmer, die 7 rechter Stürmer und die 10 ZUM. Pullbruch? Oder geht? Weiß ich nicht. Ich kann es noch nicht deuten. Hm. Ist mir schon wieder ein ZM da hingepackt, das ist scheiße, der fehlt mir gleich. Was machen wir bei dir? Ja. Bitte was Nettes. Okay, die 8 links. Ach, Digga. Du bist jetzt auch direkt wieder mein Bronzespieler. Okay, dann die 7 im Sturm. Okay, und rechts. Auch blöd? Ja, auch sehr blöd, ja, muss man sagen. Okay, dann rechter Flügel die 9. Jetzt besser, oder? Vielleicht kann er die Position... Oh, der kann die Position! Aber es zählt nicht als Gamechanger. Nee, als Gamechanger nicht, aber dürfte es so umstellen. Ja, okay. Na, mal schauen mal. Wir lassen erstmal so. Komm, bitte. Okay. Irgendwie zwei. Zwei Spieler. Du hast jetzt 3 ZMs. Ich gebe dir die 2 links. In die Mitte kommt die 11. Und die 4 steht für Lifestyle. Und kommt rechtes ZM. Ja, nicht optimal, aber... Wobei... Na... Der ist gut, der Change. Der ist nicht schlecht. Aber ich sehe gerade, das ist eigentlich gut. Du hast jetzt gleich noch, ich habe gleich noch viele Leben. Das sind viele da Leben. Da könnte noch was gehen, ja. Okay, konzentrier dich kurz. Okay. Du hast 2... Hä, wieso kannst du... Du kannst mir nur 2 geben, Mann. Ach so, okay. Ja gut, dann von links nach rechts 1, 2, 3. Oh, hast du mir einen gegeben, Steini. Das ist nicht schlecht. Und der beste Spieler ist auch im Team. Mit einem kann man arbeiten. Nein, kann man echt gut arbeiten. Also wir haben schon mal einen Gamechanger, aber der Torwart ist noch nicht drin. Das kann ich schon mal verraten. Ja, bei mir auch noch nicht. Chillig. Perfekt. Pass auf, Verteidigung. Dann machen wir so. Die 8 haben wir noch nicht. Linker Verteidiger. Die 9 daneben kommt auf die rechte Verteidigerposition. Rechter Außenverteidiger. Genau. Also okay, links und rechts. Okay. Ja, nicht, dass ich hier was falsch mache. Er freut sich schon. Scheiße, was der Gamechanger. Und die Innenverteidigung bilde ich mit der 5 und mit der 6. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder heulen. Was passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich gemacht? Das kann ich noch nicht sagen. Okay. Eigentlich sieht es gut aus, irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah, muss man mal schauen. Na gut, bei dir 3-4er-Kette. Warte, lass mich kurz gucken. 1, 2, 3. Okay, du kannst noch reinkrachen. 3 Stück kannst du treffen. Dann Linksverteidiger, die 10. Warte mal. 7, 8, 9, 10. Linksverteidiger, die 10. Okay, kannst immer noch 2 treffen. Linker IV, die 11. Du bist der beste, Steini. Rechter IV, die 4. Torwart ist auch drin. Du bist der allerbeste. Und RV, die 12. Du bist, Steini, ein Macher. Du hast mir gerade 2 Gamechanger in einer Runde gegeben. Plus, du hast mir einen Keeper reingeschmissen. Also wirklich ohne Spaß. Das war 10 von 10 Runde. Besser ging es nicht. Besser ging es wirklich nicht. Digga, du hast gerade komplett rasiert. Fällt mir gerade auf. Also, bei mir sind übrigens noch 2 Spiele auf der Bank, ne? Ja, bei mir auch. Das passt. Okay. Jetzt habe ich auf meiner Liste, was habe ich noch nicht? Ich habe die 3 noch nicht, oder? 3 und 12. Ja. Okay, 3 und 12.
Wärst du eher so bei so. Ja, nein, das ist jetzt die falsche Frage. Warte mal. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich gerade fragen wollte, Leute. Ich nehme die 12, komm, schnell, die gönn dir. Du bist bei Schalke der 12. Mann auf dem Platz, weißt du? Du bist Supporter. Es kommen alle Spieler auf der Bank und das, was überbleibt, ist der Torwart. Also ich Das ist krass. Das ist krass. Die 6 bei dir rein. Die 6 bei dir rein. Das ist die dritte Aufnahme in Folge, glaube ich, ohne Keeper. Es soll nicht so sein. Krass. Das ist heftig. Hättest du mir den Keeper noch gegeben, wäre Feierabend. Hätte ich Full Team stehen. Wie viele Game Changer hast du denn? Hast du so viele? 1, 2, 3, 4. Mit dem Keeper wären es 5. Ich habe 1, 2, 3. Ach, das Team, jetzt stellt euch in dem Team noch den Keeper rein. Es wäre doch eine 10 von 10 gewesen. Das finde ich schlecht. Bei mir, Alter, steht alles. Bei mir steht das ganze Team außer Torwart. Wer ist denn bei dir im Tor jetzt gerade? Also ein WM-Held. Ein WM-Held ist im Tor. Mario Götze. Fast. Klose. Na, fast. Schweinsteiger. Richtig. Okay. Boah, Schweini ist so ein großes 1,80 vielleicht. Na, 1,85. Oh, was hast du denn für ein Team? Was ist denn das? Wow, Mbappé. Oh Gott, Aivara. Oh Gott, deine Offensive. Er sagt, oh Gott, und da rennt Ronaldinho rum, Alter. Oh, einige mit Arkel. Ja. Torwart geht er wahrscheinlich flöten. So, gutes Spiel, let's go. Auch mal Bernardo Silva testen. Fuck. Außerdem Bernardo Silva. Ich kam nicht rein in den Zweikampf nach 4 Minuten, Alter. Alter. Herzlichen Glückwunsch. Schweinsteiger überzwungen. Aber der ist echt nicht so groß, ne? Wenn den triffst du eigentlich. Kommt, Ding? Kommt der. Ich hab in deinem Stream irgendwie gesehen, hast du. Ah! Steini, wie geht's dir so? Das wirkt wie ein Trouble, guys. Nein! Alm-Obereiern, Junge! Der Beste! Das ist das Ding. Ja, Team steht ja alles so, aber ist halt, wenn du spielst halt anders in der Defensive, wenn du weißt, da ist kein Keeper drin. Warte mal, testen wir mal Schweini. Ja, Herr Schweinsteiger, Sie machen das prima. Boah, das ist so wichtig, dass du kein Keeper hast. Das war eine Broski-Aktion, kurze Brainlag. Hey, da stehen zwei Spieler, die können sich anbieten, stehen blitzeblank alleine. Und ich verkacke nur nichts. Ayran, Digga, Ayran. Ja, so Ayran für alle. Ayran für alle, Mann. Mann, 99 Tempo, der ist so. Der hat aber nicht 99 Tempo, vertrau mir. Okay, wer im Held gegen wer im Held? Ja, Mario Götze! Da liegt auch nichts, wenn ich den Torwart da move. Ja, das kann man vergessen mit Schweini. Ach, Mann, ey, wieso nie einen Torwart? Wir wollen diese Grätschen. Ja, und wenn ein Spieler den Ball hat, ist der AFK. Du hast halt NPCs im Team. Nur weil Müller zu blöd ist da vorne, du ehrlich. Ach so, schau mal. Ey, Mbappé, der beste MP, du in Sturm, let's go. Ich kann aber heute nicht rausziehen, das ist eher so dein Ding, gell? Bei mir, die kommen immer zu spät raus. Ja gut, dafür bräuchte ich einen Torwart, ne? Das ist auch. Aber warte, bei mir klingelt das Postbote da. Mhm. Ach so. Ich wusste, der kommt nicht anders an den Ball. Nix so. Ah, schau mal, das ist aber. Oh. Er wollte Powerschuss ansetzen. Was für Powerschuss? Hast du nicht Powerschuss gemacht? Nein, ich wollte keinen Powerschuss machen. Ich wollte lupfen. So abseits, oder? Bin nee. Ich? Jawohl. Okay, wir Bro, verlieren man lupft zumindest. Doch einfach. Er macht einen Powerschuss. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Powerschuss gemacht. Okay. Oh, Rot ist dein Finishing. Rot. Mach einen Fallrückzieher, jetzt was! Es ist rot gewesen. Oh Gott, das war schwierig, Steini. Was machst du? Guck dir das an, ich kann den Ball nicht klären, das geht nicht. Das ist ja nicht mehr normal, Alter. Digga, ich wollte einen Lupfer machen, einen Steinlupfer. EA, ich hab doch keinen Torwart drin gehabt, dann pusht mich doch mal so ein bisschen hinterrücks. Das muss ja nicht auffällig sein, aber das kann doch nicht wahr sein. 3, 1, 2, wo ist Mbappé? Ja, 3 hast du, ne? 3 Stück. Du kannst. Wobei, warte. Jetzt kannst du. Okay. Also, was ich auf jeden Fall schon mal nehmen werde, ist der linke ZM. Das ist so eine Position, da hat es maximal. Mir kann bitte einblenden. Blend das bitte ein. Warte. Jetzt kannst du. Bitte einblenden. Was ist passiert?
Ich nehme den linken ZM. Ich habe den einfach genommen wegen Smexy und Broski. Ja, GG. Und ich nehme noch beide Innenverteidiger. Mann, wieso der Mauler? Mauler? Ist Mauler weg, Thomas Mauler? Ja, beide Footbursty-Karten hast du mir ins Weg geschossen. Was? Ich meine, bei Saw geht's noch, der kostet eh. Müller kostet, glaub, weiß nicht, was Müller. Wo wir aufnehmen, kostet er, glaube ich, 180 oder 100 mittlerweile nur. Ja, irgendwie so. Ja, auch, aber er tut halt. Oh. Wer ist es? Er tut weh. Aber er ist auch irgendwo ein bisschen daran schuld. Er ist ein bisschen schuld daran, ich bin ehrlich. Ein bisschen gebe ich ihm die Schuld daran. Ayran, Schweinsteiger oder Mbappé dich getroffen? Bastian Schweinsteiger. Au. Au. Aber er ist auch ein bisschen schuld daran. Er hätte sich auch ein bisschen mehr Mühe geben können im Tor, finde ich. Ja, ja. Er ist nicht ganz unschuldig, sagen wir es mal so. Ja. Was war das für ein Schwein? Was war das für eine Version? Der World Cup. Ah. Der den Pokal küsst. Ah, Schmerzen. Ja, sind alle drei drin, die Brüder. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es tut mir leid für Schweinsteiger, muss ich sagen. Unser Wärmeheld. Aber im Tor war das nichts mit Schweini. Nee, da ist er, das hat er sich selber anzukreiden. Das ist bitter, Alter. Mann. Der war eigentlich echt nice zu zocken im Mittelfeld. Ja, Schweini ist krass. Vor allem diese Karte. Ne? So ist das, Freunde. Ich hoffe, ich habe mehr Spaß in Los Angeles, wo ich gerade unterwegs bin. Vielleicht wurde ich auch da schon von der Polizei angefangen oder ihr seht mich in den Nachrichten, wie ich mit einem Auto flüchte. All das kann passieren. Checkt auf jeden Fall den Zweitkanal ab für die Daily Vlogs, die dann kommen werden. Ja, checkt Ton ab, dort haben wir jedenfalls was aufgenommen. Ich bedanke mich, dass du da warst. Danke fürs dabei sein. Danke fürs Zuhören. Ja, Digga, das war mein abschließendes Wort. Freunde, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns. Und viel Spaß hier in USA. Thank you. Ciao, ciao.